Hey ho, meine Lieben, willkommen zu Hause bei mir in meiner kleinen bescheidenen Bude. Wir machen heute eine Ente im Römertopf. Dazu habe ich mir das geile Römertopfbuch vom Hehl-Versand zu Hilfe geholt. Da sind ein paar nette Rezepte drin. Ja, und aus denen wurschtel ich mir jetzt selber ein bisschen was zusammen. Ganz einfach, ich habe vorher nicht ganz so genau hier reingeschaut und habe für kein einziges der Rezepte die gesamten Zutaten da. Ja, und deswegen basteln wir ja so halbwegs im Grill-Junkie-Style selber was zusammen. Knödelchen mache ich so Mini-Knödel, fertige, die sind auch ganz lecker. Ich werde ein Glasel Apfelrotkohl dazu machen und ja, alles weitere drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Aber zuerst muss ich noch das Enterl sauber machen und vorbereiten. So, Freunde, da wären wir an meiner Theke. Da habe ich das Enterl noch schön abgespült. Was habe ich hier alles? Ein kleines Flascherl Rotwein, mehr brauchen wir gar nicht. Bleibt ja sowieso was übrig. Meine Handschuhe, weil nachher wird der Römertopf ziemlich warm werden zum Rausnehmen. Den Deckel habe ich im Wasserbad drin zum Wässern. Geflügelschere für später. Messer, den Darkwing Dutch, mit dem würzt man das Teil nachher gleich. Ein bisschen Knoblauch, Zwiebel. Ja, rein theoretisch wird die kleine reichen. Naja, ein paar Zwiebeln mehr ist nicht schlecht. Ein, zwei Karotten nehmen wir, den Lauch nehmen wir, an Enten vor zum Angießen jetzt dann gleich. Dann habe ich ja gesagt, ein Glas Rotkohl. Da bin ich ja gespannt, ob man da wirklich nichts mehr nachwürzen muss. Und ich nehme hier diese Pfanni Mini-Knödel. Die kommen einfach bloß ins Wasserbad und sind ruckzuck fertig. Ja, und das sind eigentlich jetzt die Hauptbestandteile. Und dann schauen wir mal, ob wir nachher dann eben noch eine schöne Soße draus ziehen können und ob das dann auch schmeckt. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erst einmal mit dem Gemüseschnibbeln an, dass wir mal die Grundlage in dem Römertopf reinkriegen. Und wenn ich das soweit geschnibbelt habe, dann sehen wir uns wieder. Und mein Büchle habe ich natürlich nebendran liegen, aber das ist hauptsächlich gedacht für die Temperaturen und wie lang das Ding drin bleiben soll. Ich leg los, werd groß, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, der Römertopf hat unten seine Schicht mit dem Gemüse bekommen. Ob ich das dann komplett zur Soße verarbeite, werden wir nachher sehen. Aber jetzt müssen wir noch unser Ganserl würzen. Das muss ich noch innen noch ein bisschen austupfen vom Spülen. So. So, jetzt ist aber gut. Gut, dann nehmen wir unseren Darkwing Dutch. Und wenn das Essen nicht schmeckt, fahren wir zu McAllister und zerlegen ihm seine Burgerbude. Nein, das war ein Witz. Ich hoffe ja heute, dass sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung geht, dass der Nachwuchs heute kommt, so wie er es sich gewünscht hat. McAllister, viele, viele Grüße gehen hiermit an dich raus. Und ich hoffe, dass die Ente nicht im selben Style endet wie deine letztens. Auch wenn ich hier diesen Darkwing verwende. Ja, ich hätte sie doch gerne ein bisschen heller. Schön braun, aber nicht schwarz. Aber er hat es gezeigt. Er hat es durchgestanden, er hat es gezeigt. Er hat uns daran teilhaben lassen und das war vollkommen korrekt, meiner Meinung nach. Genau sowas wollen wir sehen. Ja, genug andere Kanäle gelobt.
schön das Vieh hier einpudern. Boah, weh, das schmeckt nicht. Weh, ich habe mein gutes Enterl versaut. Aber bis jetzt waren ja die Gewürze von Maggie alle gut. So, und dann in dem Pot hierher. Ja, größer hätte es Vieh nicht sein dürfen, ne? Dann tun wir hier noch die restlichen Gewürze mit drüber. Und jetzt, nehmen wir uns den Entenfond, schütteln den schön auf und gießen das Ganze von außen ein bisschen an, möglichst nicht wieder die Gewürze runterwaschen. Zwiebel habe ich übrigens doch noch eine kleinere genommen. Also die weiße, so, das heben wir uns auf. Dann habe ich hier gesabbert, schade, macht nichts, kommt ein neues Handtuch dann her. Und dann schütten wir uns noch ein bisschen was von dem Roden mit rein. So, ich denke, der Boden ist jetzt schön bedeckt. Wird man nachher dann noch brauchen. Ja, das Handtuch kann ich eigentlich auch in die Wäsche hauen. So, wischen wir einmal den Rand hier ab. Dann holen wir unseren gewässerten Deckel, legen den auf. Passt, wunderbar. Tja Leute, und jetzt gehen wir rüber zum Ofen. So, dalle. Dann ziehen wir das Teil hier raus, den Römertopf im kalten Backofen reinstellen. Eine halbe Stunde vor Ende sollen wir dann in etwa den Deckel abnehmen und bis zur gewünschten Bräune fertig garen. Dann machen wir zu 14:30, 15:30, 16:30, 17:30. Also um 17 Uhr in etwa nehmen wir den Deckel runter. Und wie funktioniert jetzt mein Backofen? Umluft, Umluft, Oberhitze, Umluft, Ober-Unterhitze bei 160 Grad. 150, 160, jawohl. Oder schreiben Sie Ober-Unterhitze oder schreiben Sie irgendwas anderes. Ober-Unterhitze, 3 Stunden garen, etwa eine halbe Stunde vor Ende. Ja, im Prinzip schreiben Sie alle genau dasselbe. Und so lassen wir jetzt das Enterl erst einmal da drin und schauen um 5 Uhr wieder nach. Und ich hoffe, das sieht dann ja, etwas besser aus. Hehe. Bis nachher. So, was haben wir vorher gesagt? 17 Uhr. 16:59 haben wir auf der Uhr stehen. Im Hintergrund, ja, hier steht schon das Rotkraut und das Wasser für die Knödelchen bereit. Also das ist ja ruckzuck fertig nachher. Und jetzt gehen wir wieder in den Ofen oder zum Ofen. Und schauen uns einfach einmal die Ente an, wie sie geworden ist. Attacke. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass die Kameraeinstellung so halbwegs passt, dass wir das auch richtig sauber sehen können. Ui, da duftet's raus. Wie schön. So, erstmal die Pfoten schützen. Ja, kann man gut sehen und huibu! Also wenn wir da kein Sosal ziehen können, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das können wir fast gleich abgießen. Ja. Wird vielleicht fast sogar Sinn machen, das abzugießen. Zwiebeln haben natürlich auch noch gewässert. Leute, ich probiere das jetzt ganz schnell abzugießen. Und danach sehen wir uns wieder. Oh, Kas, sage ich bloß. Da habe ich jetzt gerade mit den Handschuhen versucht, die Gans rauszuheben. Gans, die Ente. Dann haben glatt die Handschuhe etwas abgefärbt an der Ente. Aber
Damit können wir jetzt leben. Ich habe das ganze Brünnzeug raus und da schaue ich jetzt noch, dass ich ein schönes Tösel draus ziehe. Ja, ganz genau. Hier habe ich die Soße verkleckert beim Umgießen. Oh mei. Macht nichts, wird später geputzt. Mein Ofen bleibt sauber. Jawohl. Und jetzt noch circa eine halbe Stunde und schauen wir hier oben, was ich oben mache, was ich mit der Soße mache. Tja, haue ich jetzt das Gemüse mit in die Soße rein oder nicht? Komm, egal. Eigentlich könnte man es ja passieren und klein rubbeln und was weiß ich. Aber ich denke, so wird die Soße halt noch ein bisschen leckerer. Hoffe ich zumindest. Restlichen Entenfond jetzt mit rein. Erst einmal ein Löffelchen holen. Ja, ich weiß, ich habe den Ofen noch nicht eingeschalten. Muss definitiv noch ein bisschen Geschmack rein. Und da ziehen wir jetzt unsere Soße. Da hinten tun wir das Rotkraut mit einschalten. Und da gleich einmal das Wasser hochheizen für die Knödel nachher. Also, was haben wir da jetzt alles? Nein, was haben wir hier alles? Ein bisschen Salz, ganz klar. Ein bisschen Pfeffer. Und ich bin ein Mann und kein 3-Sterne-Koch. Ich darf das. Ich hau mal hier einfach ein bisschen was von dem mit rein. Nicht zu viel werde ich reintun, aber ein Schluckerl. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht ein leckeres Sösle hinkriegen. So, lassen wir es ein bisschen aufkochen und dann, ja, geht's weiter. Vor lauter hochkonzentrierten Abschmecken und Würzen und Abschmecken habe ich jetzt vergessen, die Kamera wieder einzuschalten. Ich habe jetzt ein bisschen was von dem Gourmetpulver rein aufköcheln lassen, noch ein bisschen was von dem Rotwein rein und ja, schmeckt lecker. Ja, leicht lauchlastig. Aber ist ja auch fast der ganze Porree drin. Aber lecker. Also das Sösle wäre soweit fertig. Und Freunde, warum habe ich auch dieses Pulver verwendet? Ja, es haben auch andere auch schon vor mir verwendet. Ich sag bloß Soßenrettung. Ja, aber es ist vollkommen in Ordnung. So, weil das Zeug schmeckt gut. Wer es natürlich nicht haben will, der muss es absolut nicht verwenden. Wie lange müssen wir jetzt die Knödelchen kochen? Was stand hier drauf auf der Packung? Sobald sie an die Oberfläche steigen. Gut. Ich glaube, den Deckel brauchen wir auch nicht mehr. Kann ich auch auf die Seite hier rüber schmeißen. Egal, meine Küche, meine Regeln, weg damit. So, endlich kann ich mal wirklich hausen, wie ich will. Weil den Mist muss ich eh selber nachher wegräumen. Also, egal. So, und an unserem Rotkraut werden wir gar nichts wahrscheinlich machen. Das Rotkraut schmeckt genau so, wie ich das will. Geil. Brauchen wir gar nichts machen. Werde ich auch niemals selber irgendwie anfangen, Rotkraut zu kochen. Jetzt suche ich bloß nochmal das Glas. Kühne Rotkohl. Richtig geil.
richtig geil. Machen wir unbezahlte Werbung dafür. Topfnei oder in Mikrowelle. Fertig, passt. Tja, da hinten müssen dann noch die Knödel aufsteigen. Die lassen wir hier jetzt schön ziehen. Die Ente sieht auch schon wesentlich besser aus als vorher. Ja. Hier schaut man die Soße runter, dass die bloß noch warmer hält. Und dann können wir nachher dann bald anfangen, die Ente zum Zerlegen. Gut, sehen wir uns nachher dann, wenn wir die Ente rausholen. Und dann, wie wir sie zerlegen. Irgendwie. So, meine Lieben, dann werden wir jetzt das Enterl rausholen. Boah. Ja, ich habe noch auf 200 Grad die letzten 5 Minuten geschalten. War jetzt 10 Minuten länger drin als geplant. Ein KT liegt bei über 80 Grad. Sieht die nicht gut aus? Jawohl. So. Habt ihr das überhaupt gesehen? Ja. Tja, ich befürchte mal, dann werden wir jetzt das Vieh auf furchtbarste Weise zerrupfen. Hast du schon mal so viel zerlegt? Auch noch nicht. Ganz schlecht. So. Der kommt gleich darüber. Und dann mit meiner geilen neuen Fleischgabel werde ich das Vieh gleich mal festhalten. Warum ist hier meine Schnur unten, die ich extra hingemacht habe? Und so, damit die das Ding auch zu bleibt. So. Ja, von unten ist sie natürlich relativ blass. Oh, Leute, das gefällt mir ja noch gar nicht. Tja. Vielleicht hätte man sie nochmal umdrehen sollen. Wisst ihr was? Ich lege sie nochmal kurz rein. Und zwar in der Richtung. Moment. Also dass sie von der Seite auch noch ein bisschen abbekommt. Definitiv, weil das gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Jo, dann stelle ich sie so jetzt nochmal rein und könnt ihr ja eure Kommentare dazu schreiben. Ja, die Seite ist halt lange in der Soße drin gelegen. Ist nun mal so. Aber nochmal rein auf Oberhitze gestellt. Auf Oberhitze. Oberhitze Umluft. Oberhitze und nochmal auf 200 Grad hochjubeln. Oder auch ein bisschen mehr. Tja, und dann heißt es halt noch mal ein paar Minütchen warten. Ist nun mal so jetzt.
So Leute, ich habe den Ofen schon ausgemacht, wieder ein paar Minütchen später. Und ja, jetzt sieht das Ding, glaube ich, ganz gut aus. Und gebrauchbar. Ja, man hätte jetzt noch ein bisschen länger können. Aber ich denke, das war jetzt lang genug drin. Wie gesagt, meine allererste Ente, beziehungsweise mein allererstes Mal, dass ich so einen Römertopf verwende. Tipps und Anregungen könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Zu du Ofen. Ja, wie zerlege ich jetzt so ein Teil? Leute, ich habe noch keinen wirklichen Plan. Ha. Irgendwie trennt doch da immer jemand die Keulen zuerst raus. Aua. Heiß. Oh. Also ein Zerlegekurs soll das jetzt mit Sicherheit nicht sein. Weil dazu habe ich gar keinen Plan. Ups. Flügel. Schneiden wir auch einfach hier raus. Ich bin da jetzt rigoros. Ich habe ja gesagt, das wird mehr Gemetzel. Na, boah, wenn es wieder zu heiß wäre. Oh, jetzt weiß ich auch, warum ich nie das mitfilmen durfte. Oder sollte. Das ist ja wirklich ein Gemetzel. Very, very hot. Im Hintergrund grinst da einer. Egal. So. Dann schneiden wir jetzt hier einfach mal hier rein. Schneiden was von der Brust runter, das gehört gleich einmal mir. Das lege ich mir gleich mal auf den Teller, genau. Was magst du? Egal eigentlich. Du kannst Keule, Flügel, Brust, Fleisch. Soll ich da das ganze Stück draufhauen? Ja, sprich mit mir! So. Wenn ich nicht sag, wer hat, gell? Ja, genau. So, Dalle, da ist dann dein Teller. Du kannst jederzeit rübergehen und dir noch Nachschub holen, wie es dir beliebt. Bitteschön. Dann stelle ich jetzt das Ding hier einfach mal irgendwie auf die Seite. Na, irgendwo werde ich schon Platz finden in meiner kleinen, aber feinen, beengten Küche. Der es heute tatsächlich noch wirklich eine Dramabewältigung gibt. Ja, komm, das Tuch können wir dabei liegen lassen. Ja. Da liegt meine Entenbrust. Ich hoffe, dass das Brust war. Rotkohl und Knödelchen mit ein bisschen von dem Gemüse und der Soße. Da schneide ich mir jetzt gleich mal den Eckerl weg. Ja, sieht gut aus. Da. Und ja, ab in heiß, würde ich sagen. Ja, dann können wir mit der Verkostung starten.
schmeckt lecker. Schmeckt echt lecker. Was ist denn das für ein Krach? Rotkraut kann man einmal frei so essen. Und diese Mini-Knödelchen, für jemanden, der sich Arbeit sparen will, sparen muss oder ähnliches, einfach geil. Ein herrliches Weihnachtsessen gebastelt. Was ist denn das? Das ist gedreht. Ah. Er gibt da Geräusche von sich mit dem Teller. Red mal laut und deutlich. Wie schmeckt's dir? Hast du schon alles durchprobiert? Und wenn alles, aber ist jetzt ganz okay. Ganz okay oder gut? Weil ganz okay wird in YouTube ganz schlecht aufgefasst. Okay, dann gut. Dann gut. Schmeckt's dir, ist es gut lecker, oder? Mhm. Freut mich. Also Leute, mein Mitesser sagt auch, das ist gut, ist lecker. Ich sag, das ist lecker. Und das nächste Mal, wenn ich so einen Geflügelteil mache, werde ich das auf alle Fälle dann im Anschluss von Haus aus im Römertopf drehen. Damit man sowas wie heute nicht mehr passiert. Tja, man kann oder man lernt nie aus. In diesem Sinne, wenn euch dieses kleine weihnachtliche Weihnachtsvideo mit meiner Ente gefallen hat und dem Römertopf, den ersten Einsatz vom Römertopf, dann würde ich mich definitiv über Däumchen nach oben freuen, nettes Kommentar und ja, Abo nicht vergessen. Würde mich wieder freuen. Okay, ich wünsche euch was. Fröhliche Weihnachten. Feiert schön. Bleibt bei euren Familien. Ja, und lasst es euch nicht rausschmeißen. Also, ciao, Jakowski. Lecker, 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 lecker.